Hallo und herzlich willkommen zur Masterclass. Ah ne, warte mal, ist eine Masterclass an. Bisschen schicker anziehen. Hallo und herzlich willkommen zur TikTok Masterclass mit Paulo Muck. Mein Name ist Paul und ihr kennt mich vielleicht als Paulo Muck. In dieser Masterclass soll es darum gehen, wie man TikToks mit Gaming-Inhalt erfolgreich produziert. Also, nach diesem Tutorial habt ihr vielleicht auf eure Gaming-TikToks 100, nein, 1000, 10.000, vielleicht auch über 1 Million Klicks. Leute, komm, ganz ehrlich, das soll hier eine Masterclass für die junge Generation sein. Wir wollen doch nicht die ganzen Facebook-Muttis auf TikTok erreichen, oder? Deswegen sind jetzt hier die Schritte zum perfekten Gaming-TikTok. Schritt 1. Ihr braucht TikTok, das wäre tatsächlich sehr wichtig. Schritt 2. Sucht euch für euer Video Gaming-Themen, die für die meisten interessant sind oder immer für Diskussionen sorgen. Sowas wie, was ist besser, PlayStation 5 oder Xbox? Oder wann bekomme ich eine PlayStation 5? Oder Fortnite? Ja, Fortnite geht wirklich immer. Vielleicht gibt es aber auch tagesaktuelle Sachen, über die gerade sowieso jeder spricht. Schritt 3. Versucht euch kurz zu halten. 1 Minute ist die absolute Schmerzgrenze für ein virales Video. Ich würde mich immer so an die 30 bis 50 Sekunden halten. Das ist je nach Thema unterschiedlich. Meistens merkt man schon beim Skriptschreiben, wie lange so ein Video wird. Und wenn euer Thema mehr Stoff für ein längeres Video hergibt, macht einfach ein paar 2. Schritt 4. Das gilt eher nur dafür, wenn ihr Gameplay-Content machen wollt. Seid nicht zu nerdig und auch nicht zu gut, vor allem wenn ihr keine Pros seid. Die Zeiten sind vorbei, wo man krasse Gameplays sehen will. Die Leute wollen eher sehen, wie ihr auf die Fresse fliegt. Versucht euch an unmöglichen Challenges, spielt Horror-Games, in denen ihr euch erschreckt, oder spielt einfach gegen euren 10-jährigen Cousin Fortnite. Der würde euch abziehen und das ist lustig. Schritt 5. Trennt euch von eurer Gaming-Deko. Ich weiß, ihr steht mega auf kleine Zelda-Figuren im Hintergrund und könnt ohne euer Diablo 3 T-Shirt nicht schlafen, aber weniger ist mehr. Wenn euer Video zu überladen ist mit Gaming-Deko und Co., dann schreckt das vielleicht den einen oder anderen ab, der nicht so in der Materie drin ist. Und genau die Leute wollen wir ja auch erreichen. Das Video sollte also so neutral wie möglich starten, um die breite Masse abzuholen. Herr Anwalt ist auch nicht bekannt geworden, weil er Videos aus einem Gerichtssaal gemacht hat, und die Elevator Boys auch nicht, weil sie in einem Fahrstuhl... Ja, okay, ist eine Ausnahme. Schlichte T-Shirts und Hintergründe sind meistens immer besser. Und jetzt kommen wir auch schon zum allerwichtigsten Schritt. Wenn ihr diesen befolgt, dann wird euer Video definitiv viral gehen. Schritt 6. Fortnite. Fortnite geht wirklich immer. Macht's. So, und das war's dann tatsächlich auch schon. Wenn ihr diese 6 Schritte meiner Masterclass befolgt, dann werdet ihr vielleicht zum nächsten Gaming-Fluencer auf TikTok. Ich bin Paulo Muck und das war meine Masterclass. Aber Paul, du machst doch gar keine Gaming-TikToks bei dir auf dem Kanal. Ja, ich kann ja noch damit anfangen.